Hallo, 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 wir sind wieder da. Schaut, was hier jetzt passieren wird. Ciri. Da ist sie. Mann, sie ist verletzt wegen dem Stab, der ziemlich heftige Magie abgegeben hat. Von Karantir. Aber, wow. War das ein Frontalangriff, ein Stoßangriff mit dem Boot? What? Okay, Ciri ist in Sicherheit. Ciri. Würde ich mal behaupten. Und wir können weiter zur Herdin und ihn töten. Okay. Irgendwie komisch, weil ich mit der Maus. Na gut, jetzt endlich müssen wir an die zum Bord der Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance! Zur Nagelfahrt. Du und deine Leute kämpft gegen die Leute des Kaisers! Wir kämpfen gegen die Geister! Ein Dreifrontenkampf? Verdammt, bist du hässlich. Ciao! Sie war bei deinem Elfen! Du kommst nicht durch ihre Rüstung! Wirf sie ins Meer! Okay, wir helfen dem mal kurz. Wir sind leider nicht Ciri, wie ihr seht. Wir machen nicht so viel Schaden. Aber wir können die Leute auch nicht hier ihrem Tod überlassen. Wir müssen ein bisschen helfen. Auch wenn wir gerade hart kassieren. Okay. Nimm das hier, Schweine. Also solange wir werden ja einmal überleben, solange wir Dings haben. Also ist das wahrscheinlich nicht das Schlimmste, wenn wir so, wenn wir noch über Ausdauer verfügen. Ja, deine Verteidigung kannst du hier sonst wohin stecken. Miss Kerl. So, ein Toter, noch ein Toter. Und da kommen noch mehr. Okay, Leute, tut mir leid. Ich kann euch nicht weiterhelfen. Okay, das ist die Nagelfahr, hä? Ah, verrecker. Ah, nicht wahr? Hjalmar, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahr. Wir ersaufen euch Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. Puh, okay. Tu das. Wir müssen weiter. Zum Teufel, auf wen denn? Auf wen sollen wir schießen? Auf den immer du als Ziel treffen kannst. Nett. Weicher da. Wow, Geralt. Oh, Mistkerne. Ja, ihr seid einfacher als die Hunde. Oh. Oh Junge, was geht hier ab? Könnt ihr mal mitmachen hier? Oder hab ich falsche Waffe ausgewählt? Nein, ich mache eigentlich schon ordentlich Schaden. Okay, mit dem langsamen Angriff geht es ein bisschen schneller. Aua, okay, ich hätte weghüpfen sollen. So, hier. Nimm das, du Mistkerl. Auch noch ein bisschen was futtern. Oh, da ist der Krieger gestorben. Okay, und jetzt ein paar schnelle Angriffe hinterher. Ja, das Ziel solltest du trotzdem treffen. Oh, Geralt. Okay, jetzt ist er erledigt. Alter, hör auf mich also anzugreifen. Ihr verdammten Hunde. Uiuiui. Soll ich aufpassen? Ja, von hinten, klar. Oh.
Wer stirbt da? Du? Nein! Craig, krach! Du hast dich eher hingestellt? Das war keine gute Idee. Hat er dir den Arm abgeschlagen? Nee, oder? Nee, du hältst dich damit fest. Ich dachte schon, Alter. Aber das sieht nicht gut aus. Hätten wir uns doch lieber beeilen sollen. Irgendwelche letzten Worte. Halt's Maul und kämpf! Wahrhaft mutig, krach. Du hattest deine Chance. Oh fuck. Scheiße. Krach. Hexe, ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Das wäre nur früher da gewesen. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Dann wirst du schon tot sein, Mistkerl. Sterben liegst. Werden wir ja sehen. Wer im Sterben liegen wird, Mistkerl. Du wirst es nicht. Du wirst es nicht sein. Also, der überleben wird. Oh, Mistkerl, what the fuck? Der hat eine solide Rüstung sich irgendwie erarbeitet. Wow, okay. Ich mache nicht gerade viel Schaden. Oh, denkst du, deine Tricks funktionieren bei mir? Ja, ich kenne deine Tricks, Mistkerl. Ja, deine anderen Krieger haben ähnliche Dinge benutzt. Ja, zum Glück habe ich... Oh, wow. Das hat mir kaum Schaden gemacht, kleiner Schwächling, hä? Oh, du bist ein Schwächling. So eine Lavatasche. Was hast du dir dabei? Da, ja, hier, komm. Von wegen. Also ich kann deinen Angriffen nicht ausweichen. Okay, den kann ich nicht unbedingt logischerweise. Ups. Aha. Okay, ich werde wieder richtig kämpfen gegen dich. Und erstmal futtern. Stör mich dabei nicht. Oh, wo ist er hin? Wow! Natürlich, er schafft ein Portal und zieht mich da rein. Wow, okay. Erstmal ein kleiner Lag hier noch. Ah, was hier? Hast du jetzt hier einen Vorteil oder? Warum hast du uns hergeholt? Schwächling. Da, ich werde dich jetzt sowas von erledigen. Du wirst es nicht überleben. Wo bist du? Okay, ich glaube, das ist. Wow. Da bist du also, Mistkerl. Ja, ich habe mich wieder hier ein bisschen verschätzt. Bist du? Oh, natürlich. Also, hör auf damit. Kämpf richtig. Oh, ja. Nein! Ah, wir sind back in action. Okay, und diesmal habe ich eine neue Zutat entdeckt, die mir den Sieg sichern wird. Oh, schau mal. Wir können seine Frostrüstung ein bisschen aufweichen, quasi. Wenn wir ihn mit Feuer treffen. Dafür verzichten wir eben auf unser geiles Schutzschild. Oh, das ist... Oh, Big Value quasi. Wo bist du?
wieder da hinten. Ich sehe dich nicht. Aber feige Ratte, ja, hier. Take this. Leider können wir das nicht dauernd machen. Ja, wow. Es schlägt auf jeden Fall viel härter zu als vorhin. Und er ist aber ausgewichen, wow. Okay, gar nicht mehr so einfach wie gerade eben. So, jetzt aber. Ah, oh, da macht er wieder sein. Wow, gern Trick, hä? Ha! Sei ruhig! Oh oh! So, jetzt kassier wieder ein bisschen Schaden. Oh nein, will er nicht. Und er hat sich wieder seine Frostrüstung hergeholt. Ha, weg damit! Mistkerl! Ja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Ja. Wow, okay, es hat mich getroffen. Ah, bitte, ich muss dich treffen, ja. Los, treff ihn nochmal. Oh, fuck. So, jetzt aber. Du bist mein. Ha. Fuck, jetzt hat er was anderes gemacht, als ich erwartet habe. Nimm das, Erdin. Ich bin nicht Krach, ja? Ich kann besser kämpfen. Armer Krach, dabei war Krach bestimmt trotzdem ziemlich gut. Aber er war eben kein Hexer. So, nimm das. Und, die Flammen tun dir weh, hä? Die Flammen vernichten deine Frostrüstung. Und dann, oh, können wir dir viel leichter Schaden machen. Oh, du schon wieder. So, ups. Wir müssen, wow, hat es ihn selbst getroffen jetzt? Wow, das ist aber fatal gewesen gerade. Kann er sich nicht mehr einfrieren? Nee, kann er nicht mehr. Okay. Oder es ist einfach ein Bug. Ich weiß nicht. Jedenfalls bist du gleich tot, mein Herr. Oh, jetzt ist er wieder ziemlich kalt. Oh nee, schon wieder ein Tor. Ich kann mich nicht bewegen, deswegen war das komisch gerade. Ja, wir folgen dir, Mister. Wow, 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 wow. Aus heiterem Himmel, wenn er jetzt schon fast tot ist. Ja, ja, komm her. Weg mit ihm, Mistkerl. Wow. Wer liegt im Sterben? Mistkerl? Ja, jetzt siehst du nicht mehr so schön aus, eh? Mit einem Auge weniger. Wow. Oh, Erdin. Du hast dich eindeutig überschätzt. Auch wenn du ein ziemlich mächtiger Bastard warst, zugegeben. Aber jetzt war's das. Du wirst nicht mehr entkommen. Du hast mir also was zu sagen. Avalach hat uns beide in das Licht geführt. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt. Und ist mit Cirilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Das werden wir selbst herausfinden. Hoffe, er hat gelungen. Avalach. Könnte ich ihm zutrauen, ehrlich gesagt. Denn er ist von dem Blut in Ciri sehr, naja, fanat drin.
Sehr gut. Das war ein schöner Teleport. Eine schöne Portalwanderung. Huh. Lang lebe der König, hä? Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Ja. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Was hat Avalach dann vor, wenn er Ciri hat? Was zum Teufel? Da ist Avalach dann wahrscheinlich. What? Das ist nicht normal. Was zur Hölle ist das? Ja. Ich kann es ja kaum glauben, aber das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Ja, was wartet uns dort, hä? Was werden wir dort finden? Wenn man den Folianten Glauben schenken kann, werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Schwerkraft, Zeit! Und Vic wird komplett auf den Kopf gestellt. Du übertreibst doch, oder? Was? Kein bisschen. Die Sphärenkonjunktion hat begonnen. Die Welten, die sind ausgerichtet. Sie durchdringen sich gegenseitig. Avalach könnte das ausnutzen und die NL herbringen. Oder Schlimmeres. Okay, wenn das sonst nichts ist. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Das wird uns aber erst nächste Folge passieren. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Eredin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Dörfchen würde mich freuen. Eredin ist tot, das ist schon mal gut. Und jetzt wird Avalach. Wir müssen ihn aufhalten. Nächste Folge. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.